Meine Mama hat schicke Felgen drauf. Meine Mama hat richtig schicke Felgen auf ihrem Fahrrad. Darf die überhaupt fahren? Ja. Ja, warum soll die nicht fahren dürfen? Weil die gehören. Du bist auch blind, und darfst fahren. Weil die nach der Dämmebrille. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick. So I know you got your dick on hard. From fucking your road dogs. So, Polo. Polo GTI. Haben wir jetzt schon hier vorbereitet, auseinandergebaut. Der bekommt nämlich Martini-Design auf die Seite. Da sind die Jungs gerade dran. Achso, nicht nur auf die Seite. Geht praktisch auch hier einmal so quer oder einmal längs über das Fahrzeug drüber. Mhm. Wollte gar nicht viel erzählen. Wir haben ja eh gerade eben schon gebabbelt. Wir haben gerade eben schon gebabbelt oder so. Ja, aber das kommt ja jetzt erst. Stimmt. So. Also wir gehen mal auf die Seite. Ja? Bam. Aha! Wochenende war gut. Ja? Wochenende ist meistens gut, ne? Ja. Außer wenn du einen Wasserschaden zu Hause hast. Eyman ist zu Sandro gefahren, ohne dass Sandro Bescheid wusste, und hat ihm Wasserschaden zubereitet. Das ist auch die echte Version der Story. Das ist die echte Version der Story. Das ist it's the truth. Sag ich schwör. Was dazwischen ja mal abläuft, weiß ich selber nicht. Anscheinend läuft das. Wasserschaden am Haus schon kacke, ne? Ist definitiv scheiße. Aber wenn du dann weißt, wovon es ist, ist mehr als feucht, ne? Du stehst da und guckst bescheuert deine Lampe an, wie da Wasser rauskommt. Ich hätte ja auch noch einen Kurzschluss geben können, um die halbe Hütte abfackeln oder irgend so ein Scheiß. Das ist aber echt, ich weiß gar nicht, bei Mehrfachsteckdosen, die Toleranz zu Wasser ist ja echt hoch, ne? Nein, da tropft Wasser, du kommst da hin und tropft raus. Ich hab gedacht, meine Lady übertreibt maßlos. Ja. Wäre allerdings lieber gewesen, wenn sie es gemacht hätte. Ja, manchmal denkt man dann auch so, boah. Gesundheit. Danke. Ja, wir sind hier gerade an dem Polo dran, ne? Ach, guck mal, ein letzter Schnitt. In den Lack geschnitten. Und jetzt komm mal her. Darfst du eine, so scharf wie es nur geht, ja? Damit jetzt wieder die Kritiker sagen, ja, wie kann man denn auf den Lack schneiden und. Ja, die Frage werde ich beantworten. Jetzt darfst du so nah ranfilmen und gucken, ob da irgendwo in dem Bereich ein Schnitt ist. Verschiedene Perspektiven, glaube nicht, ne? Kann ja auch nochmal, warte, das habe ich jetzt letztens rausgefunden. Es gibt ja einen Makro-Modus im Handy. So, hier. So. Das blende ich dann nochmal mit ein. Ja, mach das. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass da kein Schnitt drin ist. So, ist nur für die, ja, nicht Kritiker will ich nicht sagen, ich meine, ist eine berechtigte Aussage oder Frage, hey, schneidet ihr da nicht im Lack? Eine Aussage ist immer so, kann auch wie eine Beschuldigung klingen, hey, ihr schneidet doch im Lack. Hä? Den KV gemacht. Genau, einmal den KV gemacht. Nein, es gibt natürlich Stellen, es gibt auch viele, muss ich auch sagen, es gibt natürlich auch viele unprofessionelle Menschen, die dann in den Lack schneiden. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe bei mir was foliert am Auto und ich habe voll Lack reingeschöppert. Ich meine, ich habe es auch nicht versucht so, aber ich dachte, man muss halt drücken, ne? Ich habe es auch mit dem Teppichmesser gemacht. Muss man öfter, ne? Wenn ich auf Klo gehe, muss ich auch drücken. Das ist aber, das ist halt eine Art von Gefühl. Es wird ja auch nicht an allen Stellen am Fahrzeug geschnitten. Ja? Es gibt ja auch Stellen, wo man nicht unbedingt schneiden sollte. Dieses Knifeless-Tape-Gedenk. Ja, dass man zum Beispiel Knifeless-Tape legt. So, für viele, die jetzt neu anfangen, kann ich nur empfehlen, legt der Knifeless-Tape. So, und ich weiß nicht, ne, das kommt in diesem Video noch gar nicht vor. Ne? Das ist ja erst im nächsten Video, glaube ich, oder in einem anderen Video. Vielleicht nicht in diesem Video. Denn es gibt ein Schnittmuster, ne? Das Knifeless-Tape. Jetzt können wir jetzt natürlich. Was ist das für ein Draht drin? Ist das Metall der Draht? Nein, das ist ein Glasfaserfaden. Ich mach das jetzt mal hier. So. Idealerweise macht man das jetzt nochmal mit dem Föhn warm. Dadurch, dass wir jetzt nicht komplett drauf lassen, lassen wir es. Also, hier sieht man den Faden nochmal. Der schneidet praktisch die Stelle durch. So. Jetzt ziehen wir das hier auch noch weg. Dann füllt man das Ganze natürlich nochmal an. Dann hat man halt auch einen geraden Schnitt. Und jetzt zeige ich das nochmal. Das war jetzt Knifeless Tape, nur als nicht knifeless, sondern so. Der Profi. So, jetzt. Ich gehe nicht weg. Nee. Ja, bleib so, genau. Kein Schnitt im Video. So. Damit man auch sieht, dass wir hier nichts kaschieren. Ne? Das ist nix. Ich sehe auch nichts. Noch nicht mal eine kleine Linie. Scheiße, so nein, finde ich ganz schön. Ja, das mehr oder weniger. Man sieht, dass halt so ein bisschen eingedrückt ist, ne? Das ist von der Folie. Guck mal, wenn ich da jetzt. Warte, bleib so. Ich zeig's. Ne, das ist der Föhn. So, jetzt achte. Jetzt mache ich nochmal kurz mit dem Finger drüber, ja. Genau, jetzt ist es sogar weg. Das war halt das Eingedrückte von der Folie.
Ja, das sind ja Luftkanäle in dem Kleber hinten, was auch teilweise so ein bisschen weich ist, gerade jetzt am Anfang. Hm. Kann es schon mal sein, dass das abzeigt. Aber ein Schnitt ist es nicht, sonst könntest du ja nicht mit meinem Finger wegnehmen. Spätestens, wenn es in der Sonne steht, ist es dann eh weg irgendwann. Genau, dann wird die Folie nämlich ja, wie so eine Wunde. Wenn du dich jetzt hier schneidest, hast du ja nicht nur eine Wunde, sondern es platzt ja so wirklich auf. Und das würde mit der Folie auch passieren. Ja. Spätestens bei Wärmezufuhr. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Das war jetzt nur so eine kleine Schnittanekdote. Schnittanekdote. Nein, das war jetzt einfach nur zum Schneiden. Weiß ich gar nicht, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das gezeigt? Keine Ahnung, weil es immer das Thema ist. Ja, weil es oft ein Thema ist, genau. Weil es oft ein Thema ist, was kritisiert wird, was ich grundsätzlich verstehen kann. Ja, ich auch. Ah, ist halt schwierig, ne? Das ist halt... Das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun, weißt du, wie ich meine? Ja, Vertrauen, es hat was mit... Ich denke einfach, das hat was mit Erfahrung zu tun. Ja. Mit sehr viel Erfahrung. Mit Erfahrung ist gemeint, dass man nicht nur... Es kann jetzt einer sein, der das noch 10 Jahre länger als wir macht. Heißt aber nicht, dass er es besser macht. Kann auch sein, dass es einer 5 Jahre erst macht und sogar besser als wir macht. Ja, also, wie im Basketball. Das kann man nie sagen. Ja, ja, man muss ja genau die richtige Kraft anwenden, um den Ball reinzubekommen. Das ist ja hier... Muss ja auch so ähnlich, ne? Du musst halt deine Kraft dosieren. Du musst natürlich auch mal gucken, dass du die gegebenen Mittel dafür hast. Das heißt, eine frische Klinge. Ja, nicht so eine stumpfe Klinge, weil in der stumpfen Klinge, kann ich sagen, scheint definitiv im Lack. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter bei diesem Fahrzeug. Ja, eigentlich können wir direkt zum Porn. Ihr könnt jetzt zusehen, wie wir es machen. Und dann geht es aber direkt zum Rapport. Martini Design Polo. Was machen Sachen? Wow. Was machst du? Ich mache Chillen. Chillen. Chillen hier. Achso. Bisschen sauber machen. Mhm. Eymen, was machst du hier? Oh yeah. Alla, viele Sachen. Guck mal. Folieren. Und viel reden. Und mit dieser viel Stress mit mir machen. Was ist deine Aufgabe? Ich bin hier der Werbetechniker. Ich mache Sticker. Sticker und Alcantara mache ich. Oh Junge, ich komme hier gar nicht raus. Ich wollte eigentlich jetzt jeden Fahrer was seiner Firma machen. Frank foliert. Komm, ich drehe das. Muss nichts machen. Was machst du hier? Ich mach Social Media. Hab ich hier gedruckt? Nee, ist egal. Julian, was machst du hier genau? Mitarbeiter nerven, Instagram, TikTok, YouTube. Energy saufen. Ja, alles was mit Technik zu tun hat, ne? Du weißt, was du machst? Ich mach die Sch*** hier weg, damit wir Alcantara machen können. Willst du sehen, was ist da noch? Oh, mashallah. Geil, ne? Das sieht echt geil aus. Machen wir bei deinem auch nochmal neu, ne? Ich glaube, das kommt bei meinem gar nicht mehr drauf. Er hat bald keinen Innenraum mehr. Ja, dann machen wir einen Wolf Alcantara hin, ne? Hubert. Kommt der eigentlich auch um, Sieht aus, als würde es gleich regnen, ne? Auf, ja. Wie ihr so eingeschüchtert hier in der Ecke steht. Ich will euch nicht. Alles gut. So, der Nissan 350Z ist fertig foliert und kann sich definitiv, kann ich ja wirklich ganz laut sagen, definitiv sehen lassen. Denn, so leider sind wir ja vorher nicht so speziell darauf eingegangen, dass der einige Stellen hatte, die vorher bearbeitet wurden. Wir gucken mal, ob wir Bilder haben, falls ja, blenden wir die jetzt gerade ein. Dieses Fahrzeug war nämlich ein wenig vom Lackzustand her ein bisschen geschädigt. Schwierig. So, sieht man jetzt nichts mehr von. Was ich gut finde, was ich sehr gut finde. Können ja kurz die Kombination erzählen, das ist einmal schwarz glänzend, ja, das Dach, die Spiegelkappen, die Motorhaube ist schwarz glänzend gekommen und der Heckspoiler. Alles andere ist in diesem schönen Grün, das ist so ein Perlmuttgrün, allerdings in dunkel, also sieht teilweise schwarz aus. Wenn wir jetzt mal gucken, hier ist ein bisschen dunkler,
Und im unteren Bereich sieht es wirklich schon schwarz aus. Das heißt, im Dunkeln siehst du immer nur, wenn so ein Lichtkegel drauf fällt, dass die grüne Farbe durchschimmert. Sieht sehr krass aus. Zum Heck haben wir halt nicht viel. Ne? Wie gesagt, der Heckspoiler ist einmal in schwarz gekommen. Hast du dann halt noch eine Scheinwerfer bekommen? Und wir müssen einmal im Innenraum, du darfst von der Seite filmen. Denn wir filmen einmal ganz speziell auf diese Flächen hier. Das alles ist nämlich im Zusammenhang mit der Vollpolierung in Alcantara schwarz gekommen und sieht gut aus. Ja, wir haben ja hier auch so das Alcantara von den Sportsitzen, hier von den Recaro-Sitzen. Ist jetzt vielleicht nicht der 1:1-Ton, aber es geht halt auch in das Dunkle. Muss ich sagen, wertet den Innenraum natürlich deutlich auf. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil vorher dieses Kunststoff, das sieht ja einfach ein bisschen mager aus. Nee, muss man sagen, sieht echt gut aus. Dann machen wir es jetzt so, wir zoomen jetzt von hier aus raus und dann gibt es den Porn. Genau, jetzt. Drauf. Meine Mama hat richtig schicke Felgen auf ihrem Fahrrad. Darf die überhaupt fahren? Ja. Warum soll die nicht fahren dürfen? Weil die gehören. Du bist auch blind und darfst fahren. Weil die nach der Mitbrille. Kriegst aber den Führerschein nicht hin. Weil sie das mit dem Deutsch-Polnisch. Ja. Mein Stiefdad fährt beispielsweise auch. Silber. Weiß jemand, was das für ein Auto ist hier? Weil darum geht's eigentlich. Das ist ein Seat Leon 1F Dreitürer. Was bekommt der? Bekommt Folie. Der bekommt Dach in Schwarzglanz. Oh, der kriegt sogar Digitaldruck auf die Folie. Soll man die Farbe spoilern oder? Die Farbe, ja. Die auf deinem Rücken ist. Die auf meinem Rücken ist. Mhm. Oder wie da auf dem Tisch ist. Ein schönes Lila in Matt. Und was sagst du, Franzik? Schlimmer ist für Folier, wenn kriegen Auto, wo ist Plastikdip überall, ne? Hier wurde mit Plastik. Das ist die offizielle Bezeichnung. Plastikdip, wenn es Monate alt, dann geht ohne Problem ab. Aber wenn es schon 5 Jahre alt, dann kriegen wir nichts ab, ne? Was ist da dieses Plastikdip? Ja. Irgendwas. Hier die Leiste ist mit Plastikdip, das, Spiegel. Irgendwas, was besonders schwierig ist an dem Auto? Der kriegt so Joker-Zeug auf die Haube. Okay. Damian, du musst noch kurz den Rap-Horn ankündigen. Funktioniert aber nur, wenn du auch einen drehst, ne? Ja. Das stimmt. Genau, dafür musst du erstmal drehen und Rap-Horn geht jetzt los. Geh weg! So, nein, so, auch nicht, nein, so. Fährt Leon ist fertig. Ja, das ist fertig. Müsst Radio ausmachen. Oh, Radio ausmachen. Fahrzeug ist fertig, Folie. Ist gut geworden? Ja, Wallah, ist gut aus. Farbe ist cool. Was machen wir jetzt? Du machst jetzt Carporn. Ja. Müssen wir auch sagen, was wir gemacht haben? Eigentlich ja. Sollen wir kurz raus? Ja, machen wir draußen. Sagst du? Ist krass geworden, ne? Ja, ist gut geworden. Wie gut? Sehr gut. Ja, was haben wir denn gemacht? So, ja, wir machen Urlaubsvertretung für eng gehen, ne? Wir haben ein Seat Leon FR in keine Ahnung welcher Farbe foliert. Ein schönes Lila. Wie heißt die nochmal? Harley Quinn. Andere Seite haben wir auch mit dem Mr. Joker. So Haar-Dinger. Und auf der Haube und Kotflügel. Brauchst du jetzt Carporn-Ansage? Ja. Okay, schöne Grüße an den Chef im Urlaub. Auch wenn er jetzt wieder da ist, ab in den Carporn. Ja. Auf geht's. We'll be right back.
Was ist das? Der Rest war ja richtig, Seat Leon. Nur Hardcut. Nur Hardcut. Hardcut fertig, Horn auch fertig, ne, Seat Leon. Jetzt stehe ich hier nach sehr, sehr langer Zeit. Ach so, guck mal, das wollte ich nämlich noch gucken. Ich glaube Oktober 2022. Worum es geht, ist nämlich das Fahrzeug hier. Also erstmal, das war der Seat Leon 5F Cobra. Ja, Vollfolierung, Digitaldruck etc. Ich wollte nämlich gucken, wann das Video rauskam. Auf jeden Fall blenden wir jetzt mal ein kurzes Stück von dem Video ein. Toyota MR2. Rot. Ihr konntet im Bild sehen, der ist original auch in Rot. Ich gehe jetzt wirklich auf alles ein. Also am 21. Oktober haben wir das Video von meinem schönen Traumwagen hochgeladen. Und zwar ist das ja dieser schöne Toyota MR2, der in den letzten anderthalb Jahren schönen Umbau bekommen hat. Wir sind ja auf alles eingegangen. Wir blenden es jetzt hier nochmal ein. Da könnt ihr reinklicken, draufklicken. Da könnt ihr euch das Video nochmal reinziehen. Da ist so mit Rückblick. Mit Rückblick vom Auto und von mir. Ja, wenn man den Unterschied sieht. So, auf jeden Fall hatte ich ja gesagt, das Auto steht soweit. Ein paar Kleinigkeiten sind vielleicht noch zu machen. Hauptsächlich geht es aber hier um den Motor. Weil wir gesagt haben, da kommt definitiv ein anderer Motor rein. Stehe ich hier. Wir haben jetzt aktuell, ist es Juni, Anfang Juni. Ja. Und die Saison hat ja schon eigentlich angefangen. Ja. So, und klar möchte man mit so einem Ding auch fahren und natürlich auch mit ein bisschen Schub. Deswegen habe ich mich die letzten Wochen und sogar letzten Monate eigentlich schon, so seit Februar hänge ich da echt fest dran, habe ich mich um den, es geht um den Turbomotor für den Toyota MR2. So, und genau darum geht es in dem Video. In einer Woche, das heißt nächste Woche Freitag, das ist der 9. Juni. Ja. Genau, das ist der 16. Juni. Wir haben doch jetzt schon den 9. Stimmt. Juni. Heute ist doch der 9. Ja. Juni. So, es geht auf jeden Fall um diesen hier. Nächste Woche, wenn ihr da ein bisschen was wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall rein. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Peace out.